Willkommen bei Kirche zu Hause. Schön, dass ihr dabei seid, dass du dabei bist. Heute haben wir ja auch ein ganz wichtiges Thema. Ich möchte fast sagen, lebenswichtig, ja, überlebenswichtig. Vertrauen und Geduld. Also dranbleiben. Es lohnt sich. Aber zuerst lasst uns miteinander singen. Wir singen vom evangelischen Gesangbuch die Nummer 665, Gelobt sei deine Treu, alle vier Strophen. Oh.
feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns miteinander und im Wechsel Psalm 68 sprechen. Die Gerechten freuen sich und sind fröhlich vor Gott und freuen sich von Herzen. Singet Gott, Lob singet seinen Namen, macht Bahn dem, der auf den Wolken einherfährt. Er heißt Herr, freut euch vor ihm. Ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wohl gehe. Aber die Abtrünnigen bleiben in dürrem Lande. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Wir haben einen Gott, der da hilft, und den Herrn, einen Herrn, der vom Tode errettet. Gebt Gott die Macht, seine Herrlichkeit ist über Israel und seine Macht in den Wolken. Zu fürchten bist du, Gott, in deinem Heiligtum. Er ist Israels Gott. Er wird dem Volk Macht und Kraft geben. Gelobt sei Gott. Herr unser Gott, wir freuen uns. Heute dürfen wir einfach sein, vor dir sein, ohne Hetze, ohne Zwang, ohne Anstrengung und ohne Terminkalender. Wir dürfen da sein und uns an unserer Gemeinschaft freuen. Wir dürfen da sein und du bist auch da. Danke für diesen wunderbaren Augenblick. Herr, richte uns auf und stärke uns. Richte uns aus auf dich. Rede zu uns. Gib uns Worte des ewigen Lebens, damit wir hören und leben. Amen. Als Schriftlesung hören wir heute Worte aus dem Hebräerbrief. Ich lese aus Kapitel 10, die Verse 35 bis 39. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Liebe YouTube-Freunde, als unsere Juliana klein war, etwa 1,5 Jahre alt, stand sie ganz oben auf einer Leiter, um zusammen mit ihrem Papa den Christbaum im Garten zu schmücken mit einer Lichterkette. Sie hatten viel Spaß zusammen. Kurz bevor sie fertig waren, rief Juliana: Papa! Fang mich auf! Und ehe er sich's versah, kam sie auch schon geflogen. Nie im Leben hätte sie gedacht, dass ihr Papa sie nicht auffangen würde. Sie hatte so viel Vertrauen zu ihm, dass sie in einem Augenblick tat, was sie sagte: Papa, fang mich auf! Und sie flog in seine Arme. Er wirbelte sie herum und die beiden lachten und tollten und freuten sich über ihr Werk und darüber, dass sie zusammen waren. Vertrauen. Wir brauchen es, um zu leben, um zu überleben. Ohne Vertrauen können wir nicht leben.
Wenn Angst, Zweifel und Misstrauen in unserem Leben überhand nehmen, geht es uns nicht gut. Dann können wir keine Entscheidungen mehr treffen. Dann trauen wir uns nicht mehr aus dem Haus heraus. Dann werden wir einsam. Dann zweifeln wir an uns selbst. Wir ziehen uns vor den anderen Menschen zurück und wir bekommen ein Problem mit Gott. Werft euer Vertrauen nicht weg. Als der Hebräerbrief geschrieben wurde, war das Christentum nicht mehr ganz jung. Die erste Euphorie war schon vorbei. Einige mussten ernüchtert feststellen, dass sich mit dem Glauben vielleicht nicht schlagartig alles zum Guten wendet, sondern dass damit auch ein wenig Arbeit verbunden ist. Und trotzdem war das Erlebnis immer noch neu und frisch und überwältigend. Menschen wurden herausgerufen aus einem zerstörerischen Leben hinein in ein erlöstes Leben mit Jesus. So etwas geht nicht spurlos an einem vorbei. Und man legt es auch nicht einfach ad acta. Und die ersten Gemeinden hatten ja auch ihre Strahlkraft. Das allerdings zieht immer auch den Neid anderer auf sich. Die erste Verfolgungswelle hatte längst begonnen. In Palästina hatten sie weitgehend Akzeptanz gefunden, aber von Rom aus sollten die Christen wieder ausgelöscht werden. Sie waren unangenehm, weil sie den Kaiser nicht verehrten als Gott. Und wer weiß, es gab sicherlich auch Mitmenschen, Nachbarn, ehemalige Freunde, die den Christen zusetzten, weil sie ihre Entscheidung, Jesus nachzufolgen, nicht mittrugen. Von Schmähungen und Bedrängnissen jedenfalls spricht der Hebräerbrief, vom Raub der Güter und anderen unangenehmen Dingen. Die Hebräer, so werden die Adressaten genannt, hatten das mit Geduld ertragen und sich nicht abbringen lassen. Sie hatten Jesus gewonnen und damit konnten sie auf Hab und Gut gerne verzichten. Leib und Leben waren ihnen nicht mehr wert, als Jesus es war und die Erlösung, die sie in ihm gefunden hatten. Daran erinnert der Hebräerbrief. Doch wir wissen alle, Menschen sind vergesslich. Mit der Zeit verblasst die Erinnerung. Der Alltag kehrt zurück, die Normalität, die Gewohnheit und alte Muster kehren zurück. Und leider verblassen dann sogar die starken Erlebnisse mit Gott. Außerdem wird die Zeit einfach lang. Wir wissen es von den Kindern. Es dauert unerträglich lang, bis sie endlich Geburtstag haben und ihre Geschenke auspacken können. Die Adventszeit können sie kaum abwarten, denn sie warten darauf, unter dem Weihnachtsbaum zu stehen. Manchmal wartet man auf einen Bescheid oder auf ein Ergebnis, ein Zeugnis, eine Entschuldigung, einen Menschen. Und das Warten dauert und dauert. Geduld habt ihr nötig. Ja, wenn das so einfach wäre, man hätte das Ergebnis doch lieber gleich, sofort. Aber nein, man muss warten. Und in der Zeit des Wartens muss man vielleicht auch noch irgendwie aktiv werden, in Bewegung bleiben, ohne dabei das Ziel aus den Augen zu verlieren. Das ist gar nicht so leicht. Manche verzweifeln dabei oder sind frustriert oder sie geben auf. Der Hebräerbrief sagt, gebt nicht auf. Übt euch in Geduld. Erinnert euch an das, was euch versprochen wurde. Haltet an eurem Glauben fest.
Jesus kommt wieder. Damals dachte man, dass das sehr bald der Fall sein würde. Das hat es den Hebräern deutlich leichter gemacht. 2000 Jahre später. Wir brauchen immer noch Vertrauen, um gut zu leben. Zum Beispiel das Vertrauen, dass wir heil durch den Tag kommen. Dass unser Auto funktioniert. Dass unsere Mitmenschen sich im Straßenverkehr ebenso ordentlich verhalten wie wir. Dass die Lehrerinnen unserer Kinder sich liebevoll und respektvoll um sie bemühen. Dass wir mit Freundlichkeit bedacht werden, wenn wir uns an jemanden wenden. Dass die Lebensmittel, die wir einkaufen, nicht vergiftet sind. Oder das Wasser, das wir trinken, dass es nicht verseucht ist. Dass das verschriebene Medikament zu unserem Besten dient. Dass die Liebe eines Brautpaares hält. Und dabei könnte ich viele Beispiele aufzählen, wo ich feststellen muss, dass Vertrauen enttäuscht wird, im Kleinen wie im Großen. Im Ahrtal gab es kein Frühwarnsystem für die Flutkatastrophe. In kirchlichen Einrichtungen werden Menschen missbraucht. Eltern haben keine Zeit mehr für ihre Kinder. Recht geht vor Liebe, und wer fragt dabei nach Wahrheit? Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Manchmal fällt es schwer zu vertrauen. Wer einmal echt enttäuscht wurde, vertraut nicht leicht. Aber glauben heißt zunächst nicht schauen. Glauben heißt vielmehr, ich vertraue dem Wort, das Gott gesprochen hat. Und auch wenn es nicht danach aussieht, glaube ich, dass es stimmt und dass es eintreten wird. Glauben heißt so und so oft handeln gegen den Augenschein, auf Gottes Wort hin handeln, wie Petrus bei diesem wunderbaren Fischzug. Die ganze Nacht hatte er nichts gefangen. Am Morgen kommt Jesus und sagt, wirf dein Netz noch einmal hinaus. Petrus schüttelt den Kopf und sagt, das kann ja gar nicht sein. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und zum Glauben dazu kommt die Geduld. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Habt ihr das schon erlebt? Gott spricht. Sein Wort erreicht mich. In den tieferen Schichten meines Seins. Ich spüre, er meint mich. Ich nehme sein Wort an, ich glaube ihm, ich vertraue. Und dann fange ich an, mich danach zu verhalten. Manchmal gegen den Augenschein. Und ich warte. Ich übe mich in Geduld. Ich glaube. Und dann ist es soweit. Es kommt der Augenblick, wo Gott wieder zu mir redet oder wo irgendetwas in meinem Umfeld geschieht und ich weiß, das ist jetzt die Antwort auf mein Gebet. Auf das, was ich geglaubt habe. Jetzt geht was. Es kommt etwas in Bewegung. Gott handelt. Ich habe nicht umsonst geglaubt. Probiert es aus. Und zwar am besten in einer Sache, die euch hoffnungslos erscheint. Bittet Gott um ein Wort und wann immer ihr in diese ausweglose Situation kommt, das haben diese Situationen ja so an sich, dass sie immer wiederkehren,
Dann sprecht das Wort aus und sagt: Herr, du hast zu mir gesagt. Seid geduldig, Gott wird handeln. Manchmal dauert es lange, unerträglich lange. Dann werft die Flinte nicht ins Korn. Werft euer Vertrauen nicht weg. Es lohnt sich. Wir sind heute weiter weg von der Wiederkunft Jesu. Oder näher dran. Wir wissen es nicht. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir dran bleiben. Dass wir nicht zurückweichen und sagen: Ach, das hat doch alles keinen Sinn. Nein, die Welt braucht uns. Sie braucht Menschen, die an Jesus glauben und die seine Hoffnung verbreiten, heute schon. 2000 Jahre später und doch auf dem gleichen Stand. Wir sind nicht weiter als die Hebräer, hoffentlich nicht. Denn der Grund unseres Glaubens ist derselbe. Jesus Christus, gestern, heute und in Ewigkeit. Sein Evangelium, die frohe Botschaft von der Vergebung, die nicht nur eine leere Hülse ist, leere Worte, sondern Realität. Erlebbar, erfahrbar. Auf diesem Grund stehen wir. Auf diesen Grund können wir auch heute unser Leben bauen. Diesem Grund können wir auch vertrauen für die anderen, die ihn noch nicht gefunden haben, weil wir wissen, er trägt mich und dich und uns alle zusammen. Amen. Danke, Vater, für das Leben, das du gibst. Dieses Lied wollen wir jetzt mit euch singen. Mit euch und für euch. Lasst uns beten. Gott, unser Vater im Himmel,
Wir danken dir, dass du uns deine Zuwendung schenkst. Hilf uns, in Dankbarkeit und Hoffnung zu leben. Schütze uns vor der heillosen Angst, wir seien auf uns allein gestellt. Wehre der gefährlichen Illusion, wir seien die Herren der Welt. Lass die Kraft deiner Liebe unter uns leuchten, damit der Schein deines ewigen Lebens in unser Leben fällt. Wir wollen unser Leben auf den Grund deines Evangeliums bauen. Wir vertrauen auf deine rettende, heilende und erlösende Kraft. Dir geben wir unser Leben aufs Neue. Erfülle uns mit deiner Hoffnung und gib uns teil an deinem Sieg. Amen. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns noch einmal miteinander singen: Komm und lobe den Herrn. Und bitte den König.
Wir melden uns wieder in 2 Wochen mit einer Sendung zum Erntedankfest. Bis dahin habt eine gute Zeit. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Wir sehen uns. Seid gesegnet. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.